Cybermen, die zweite Prüfung. 100 stahlharte Typen und ihr 18 Kilometer langer Kampf gegen den Berg. Noch erbarmungsloser, noch brutaler. Nur jeder Zweite wird sich heute für die nächste Runde qualifizieren. Der Fight der Megamänner um 100.000 Mark und eine nagelneue Corvette. Er geht weiter. So mancher hat sich dafür geschont. So, Sex wird niemals vom Wettkampf machen, auf gar keinen Fall. Wenige Minuten vor dem Start checken die Megaman-Moderatoren Axel Schulz und Simone Angel die Teilnehmer. Die Männer haben ihre Mountainbikes getestet. Wie fit ist die Truppe? Ihre Zeltstadt Megaman City liegt am Fuß der knallharten Bergstrecke in Garmisch-Partenkirchen im Olympiastadion. Hier wurden Sieger gemacht, Sportgeschichte geschrieben. Welcher von diesen 100 Männern hat das Zeug zum Helden? Axel, die Toten werden nach der Schlacht gezählt. Wir werden sehen. Und kämpfst du wieder durch. Da mache ich das mörderisch, muss man echt sagen. 3 Wochen kein Sex, dann bist du fit. Ja, so ich lebe. Hart und erbarmungslos kriegst du. Dann weiß ich, was ich früher falsch gemacht habe. Jetzt habe ich es. Da fange ich nochmal an mit Boxen. Oh. Jeder Megaman hat so seine Tricks. Kein Sex vor dem Wettkampf, wie Horst im Neoplan Megaman-Bus erzählt. Oder heimliche Glücksbringer, so wie Model Jens. Die Schuhe meines größten Fans. Meine Dame, die kommt aber erst morgen. Hi, grüß dich. Grüß dich, du alter Sack. Horst Kraut aus Wuppertal findet keine Ruhe. Seit seinem Kultspruch und der Hitsingle "Was, wer bist du denn?" lauern die Fans überall. Sogar im Megaman-Camp. Horst freut sich darüber. The Final Countdown. Die Megaman-Kleidung wird aufgeteilt. Action-Look von Kopf bis Fuß. Die Megamänner dürfen ihr Outfit behalten, selbst wenn sie heute verlieren. Alle sind nervös. Wer schafft es, wer fliegt raus? Das schöne Model Jens, der 17-jährige René, die Sensation des Bierkistenmarathons von Riesa. Die Megaman-Twins Florian und Carlos Bayern. Bleiben die ersten 3 vom letzten Mal im Rennen? Und was ist mit Bodybuilder Andy? Nur die 50 Besten kommen weiter. Joey, ich muss sagen, ich mache mich echt Sorge. Ich habe gestern eine Strecke gesehen und das ist echt die Hölle. Das ist so schwer, glaube ich. Ich glaube, ich kann auch ohne Sandsack, komme ich nicht da oben. Selbst der Berg runter zu fahren, wo man denkt, man muss sich nicht anstrengen, Berg runter mit einem Mountainbike ist es super schwierig. Joey, also ich denke, dass die Leute, dass deine Freunde im Prinzip Favorit sind. Also die sind groß, sind sehr schmal gebaut, haben lange Muskeln, Ausdauermuskeln. Wen machst du als Favorit? Also ich glaube, die ersten 2 in Riesa, die sind für mich auch Favorit. Obwohl Hubert hat auch Freunde, die gekommen sind. Triathlon-Szene. Ich muss sagen, ich drücke auch eigentlich speziell auch mit die Outside die Daumen, so wie die 17-Jährige und Horst natürlich. Es wäre ja ganz schön, wenn Horst es auch schaffen wird. Und auch die ganz coole Rapper, ich glaube Nummer 19 ist er. Mega Maison, what's up, y'all? We chillin' like a bad motherfucker. Er kann gar nicht schwimmen. Und deswegen drücke ich ihm ganz dick die Daumen, weil wie wird er das schaffen? Er kann nicht schwimmen.